Guten Morgen, meine Angelfreunde. Es ist 4.30 Uhr, also ich habe mich heute richtig zeitig aus dem Bett bewegt. Ganz einfach, in den letzten Tagen hatten wir tagsüber immer so um die 35 bis 37 Grad. Da wollte absolut kein Fisch beißen. Und ich will es heute mal in den frühen Morgenstunden probieren. Also abends habe ich schon probiert, keinen Fisch zum Anbeißen zu bewegen. Darum heute mal früh am Morgen. Sonne ist gerade am Aufgehen. Die ersten Fischlein wuseln ja schon. Ja, was habe ich vor? Ich habe heute mal vor, ein bisschen Match und Fieder zu angeln. Und zwar vorzugsweise auf Schleie. Aber ja, auch jeder andere Fisch ist mir recht. Hauptsache, es geht irgendwas. Und ja, mal gucken, was geht. Ich wäre auf jeden Fall mit Wurm, Mais. Ich habe noch Bienenmatten dabei und vielleicht auf der Fiederroute noch kleine Boilies oder Pellets. Mal gucken. Aber erstmal werde ich jetzt hier mein Futter fertig anrühren und gehe als allererstes mal die Matchroute raus. Und ja, ich mache hier mal weiter und jetzt zieht euch so lange das Intro rein. So, angeln wir hier ganz geschmeidig von meinem kleinen Dreibein. Macht sich einfach mal am besten. So ruckzuck aufgebaut. Wirst gleich so tief stehen lassen, oder? Ach ne, jetzt nehme ich es hoch. Oh, so sieht's gut aus. Als Fiederroute werde ich hier so nach links legen. Und mit der Matchroute wäre ich hier. Ist ja so eine reinhängende Weide. Ich weiß nicht, ob ihr die schon seht oder ob es noch zu dunkel ist. So eine reinstehende Weide. Da werde ich mit der Matchroute angeln. Erstmal schön mit Würmchen oder Maismade. Überlege ich mir noch. Auf jeden Fall Montagen und so habe ich alles schon fertig gemacht. Ich stehe ja nicht früh auf, damit ich dann erstmal Montagen baue. Darum alles schon fertig. Werde jetzt so ein bisschen Gas geben. Die Sonne geht schneller auf wie gedacht. Also ich werde die Dämmerung jetzt noch mitnehmen, weil ich vermute fast, so wie die Sonne oben steht, ist dann auch die Beißzeit vorbei. Darum jetzt alles mal ein bisschen zügiger erklärt heute. So, wir haben den Haken in der Hose. So, als allererstes ganz klar, muss ich mal loten, war ich in das Lotblei, hatte ich auf jeden Fall schon mal in der Hand. Baby weg. Ja, ich suche mal das Lotblei, lote mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe mein Lotblei gefunden, habe auch gleich gelotet. Angeln wir hier mit so einem ganz kleinen 6er Aalhaken. Also 6er hört sich erstmal grob an, aber die hier fallen wirklich mega winzig aus. Und hier mache ich mir jetzt erstmal ein schönes Würmchen dran. In dem Fall ein Tauwurm. Mistwürmer hatte ich nicht mehr da. Und ja, war eigentlich eine Entscheidung, die ich gestern Abend kurzfristig getroffen habe, mal heute Morgen schnell ans Wasser zu fahren. Was ist schnell? Aber heute Morgen mal ans Wasser zu fahren, weil einfach die Tage nichts, überhaupt nichts so wirklich ging. So, Wurm ziehe ich hier auf dem Schenkel, reiße mir hier ein Stückchen ab und mache dann den Rest. Na, komm doch her. Auf die Spitze. Da habe ich hier so ein kleines, quirliges Ding. Ja, und dann geht die ganze Sache schon raus unter die Weide, wie ich gesagt habe. Dort habe ich auch gelotet. Zing. Also da so auf die Spitze. Freilauf auf. Rute abstellen. Und da ist die erste Rute schon scharf. Jetzt nehme ich mir hier noch einen schönen Futterballen aus meinem Futter. Hände vorher ein bisschen nass machen. Man bricht dann nicht so leicht auseinander. Dann lege ich den dort schön auf mein Würmchen. Ich
Ach, naja, ein bisschen davor, aber komm, was soll's. Ich will schon lernen, den Wurm schon finden. Wenn ich ziehe, nachher noch mal ein bisschen ran. So, erste Rute ist scharf. Gucken wir mal, vielleicht geht die gleich unter und ich baue mal die zweite Rute auf. Nehme ich eine schöne Fiederrute. So, der Fiederrute auch schon vormontiert. Futterkorb, alles schon dran. In dem Fall ist es eine 3,60 Meter, 140 oder 30 Gramm Wurfgewicht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Nichts Besonderes. Jetzt hat sich aber genattelt. So. Also hier ganz normal, wie es immer fische, durch der Fiederboom nach oben, nicht abgestoppt. Gummiperle zum Schutz des Wirbels. In dem Wirbel hänge ich mir jetzt gleich in 8er Haken ein, aber einen richtig dickwanstigen, also schon der mal einen Karpfen, einen besseren Karpfen aushält. Schnur ist ja auch gute Geflechtschnur drauf. Und ja, soll ich genug Power haben, auch mal für einen großen Karpfen. Auf der Route werde ich angeln. Ein Dosenmais. Also hier können wir mit Futter sehen, habe ich schon angerührt. So eine kleine Schüssel voll Dosenmais. Ich hatte noch Kichererbsen zu Hause, die habe ich auch mal reingemacht. Und ja, ansonsten ganz normales Grundfutter, das ist Angeln Spezial. Und ja, sollte eigentlich eine gute Lockwirkung haben. Ich habe hier noch ein paar Bienenmaden, die werde ich gleich mit wegangeln. Und ja, so, da mache ich mir jetzt einen schönen Bienenmaden-Mais-Mix. Gucken wir mal, ob da sich ein Fisch animieren lässt zu beißen. Eine Bienenmade ziehe ich mir hinten so auf den Schenkel. Und dann ziehe ich mir hier, will ja kein Weißfisch angeln. Schön zwei Maiskörner, oder? Ach, ich mache nur eins. Sehr großes Maiskorn. Und vorne nochmal so eine Bienenmade. So, das ist doch ein leckerer Köder. Also wenn ich Fisch wäre, würde ich mit den reintrellern. So. Somit ist die zweite Rute auch schon fertig. Und die werde ich, vielleicht seht ihr das schon, vielleicht ist es auch noch zu dunkel. Da hinten ist so eine schöne Wurzel im Wasser. Da werde ich die hinlegen. So. Futter im Korb. Also ich habe hier einen 30 Gramm Korb, richtig schön groß, dass ich nicht zu oft werfen muss, also dass schon ein bisschen Futter auf dem Platz liegt. Wir haben ja schließlich keinen Winter mehr und das sollten die Fische doch eigentlich fressen. Ja, wie gesagt, die will ich mir hier so hinlegen. Mit der Fiederrute werde ich jetzt aber erstmal ein bisschen, also die lasse ich jetzt 10 Minuten da liegen, wenn überhaupt. Und dann gucke ich mal, wo überhaupt die Fische stehen. Ganz einfach, ich weiß ja nicht, ob sie hier vorne im Seichten stehen oder weiter draußen, dort wo es etwas tiefer ist. Ich vermute aber fast, dass die jetzt in Morgenstunden eher hier vorne sich rumtreiben, also die Ufer noch absuchen. Und ja, wie gesagt, Fiederkorb reinwerfen, kurz anziehen, dass das sich leert, also dass schön der Köder im Futter liegt. Ja, Spitze ist gut auf Spannung, beide Ruten scharf, fehlt quasi nur noch, dass ein Fisch anbeißt. Drückt mal die Daumen, dass endlich mal was geht. Also im Sommer, also viele sagen ja, im Winter ist schlecht angeln, aber im Winter, ja, bis Januar beißt wenigstens der Hecht oder Raubfisch. Ja, im Sommer ist für mich eindeutig der August der schlechteste Angelmonat, weil ja, da haben die Fische einfach durch die enorm starken Wassertemperaturen, die wir jetzt auch haben, überhaupt null Bock zu beißen. So, aber drückt mal die Daumen, dass es heute klappt. Leute, erste Aktion an der Pose. Gucken wir mal. Die gleich schön untergeht. Also ging gerade schön so ein bisschen weg. Jetzt hat es aber wieder Ruhe. Schade. Ich dachte, die fängt jetzt schönes Laufen an, aber nicht was. So Leute, entschneidert bin ich schon mal. Noch nicht ganz der Zielfisch und die Zielgröße, aber wenigstens was. Petri.
Ui. Na ja, Leute, habe jetzt mal auf die Posenrute so eine Bienenmade gemacht. Aber es macht es auch nicht besser. Jetzt sage eine Stunde hier. Das ist der zweite Fisch. Also echt harte Angelei. Wie ich anfangs schon sagte, August für mich der schlechteste Angelmonat. Ja, das scheint sich vielleicht heute zu bewahrheiten. Naja, trotzdem, Petri für den zweiten Fisch. Leute, jetzt direkt nach dem Auswurf ein Biss. Fühlt sich ein kleines bisschen besser an wie der gerade, aber auch ja, ein bisschen größer. Auch noch nicht die von mir angestrebte Größe, aber wenigstens geht jetzt was. Es ist nach einer Stunde fast gar nichts. Scheinen sie jetzt vielleicht am Platz zu sein. Gucken wir mal, vielleicht kommen erst die kleineren und dann die großen. Drückt mal die Daumen, dass noch was Richtiges geht. Ansonsten ja, freut man sich ja über jeden Fisch. So, nächster Biss auf der Pose. Scheint mir wieder ein längerer Fisch zu sein. Ah, eine Blötze. Das, die werden nicht größer, aber wenigstens beißt jetzt was. Futterplatz scheint ein bisschen angenommen zu sein. Naja. Oh, ab, schade. War tatsächlich mal ein bisschen besserer Fisch, aber ab, leider. Fühlt es jetzt nicht so groß an, aber wird schon um die 20 cm gehabt dann. Naja, frisch beködern, wieder raus. Na Leute, jetzt mal die Fiederrute weggepackt gehabt, nach da draußen mal der Meister mal treiben lassen in der Pose. Und ups. Da ist der erste bessere Fisch eingestiegen. Und endlich keine Plätze mehr. So Leute, der erste bessere Fisch. Kleiner Giebel. Da freue ich mich, dass es nicht nur Plätzen sind, die hier beißen, sondern auch mal ein etwas größerer Fisch. Petri. Gebissen auf Posenmontage, habe ich so auf 60 cm gestellt und zwei leckere Maiskörner dran. Das Ganze habe ich hier wirklich nicht schön weit rausgehoben. Da kam der Fisch. So, das hin. Gucken wir mal, ob noch einer kommt. Und da habe ich mir jetzt hier ganz einfach. Ganz einfach hier so diese Holzabsperrung abgelegt. Ganz einfach, damit ihr die zwei Posen, wenn die nun näher ein bisschen treiben, sich da nicht die Schnur verfängt. Naja, hat es doch noch ein bisschen geklappt mit einem etwas größeren Fisch. Stündchen mache ich noch, gucken wir mal, ob noch was kommt.
Leute, haben wir den ersten Karpfen. Schönes Tier. Schön auf die zwei Maiskörner da draußen gebissen. Cool. Tippitoppi. Läuft auch jetzt noch. Na Leute, nächsten besseren Fisch drauf. Also es ist definitiv keine Plötze. Machen wir was mal her. Ah, oh, wieder ein schöner Giebel. Ja, zwei Maiskörner rocken. Eingenetzt. Cool. Ja, Leute, hier haben wir den nächsten Fisch. Diesmal auf die rechte Route. Da hatte ich ja jetzt auch zwei Maiskörner drauf gemacht und die richtig rausgehauen und zack. Da hat jetzt ein schöner Giebel gebissen. Toll. So Leute, ich habe das Angeln eingestellt, habe schon alles weggeräumt. Wir haben es jetzt gegen 9, es wird schon wieder richtig drückend warm. Also ich muss sagen, das morgens Angeln hat mir jetzt gut gefallen. Besser wie am Abend, wenn man so gegen 17, 18 Uhr anfängt zu angeln, ist es dann doch schon noch ganz schön warm. Und man ist ruckzuck durchgeschwitzt und völlig durch. Da ist das am Morgen schon ein bisschen angenehmer. Also ja, man kommt schön im Kühlen hin. Jetzt ist es zwar auch warm, aber ich habe schon alles weggepackt. Werde jetzt auch gleich abfahren hier. Und ja, war doch eine ganz erfolgreiche Angelei. Wenn ich so sehe, am Abend in den letzten Tagen ging relativ wenig immer. Da war das doch jetzt schon recht erfolgreich, würde ich sagen. Also anfangs dachte ich zwar auch, okay, ein paar Plätzen sind das höchste der Gefühle. Aber nee, dann hat mich doch noch in Karpfen und ein paar Giebel besucht. Von daher bin ich voll zufrieden. Hat sich gelohnt, so zeitig aufzustehen. Und ja, wenn ihr so viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Angeln hatte, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist Angeln. Also, haut rein!